Und jetzt ist immer wieder, wenn du dich mit mir spielst, das geht ja. Ist das 5 ist ja eure. Das ist ein Symbol. Du hast ein kleines Leben für. Das ist ein Symbol. Und jetzt hast du ein zweites Programm, deine KI, die mit diesem Grundkonstruktprogramm iteriert. Wir können das genau erklären. Fakt ist, auf dem Bildschirm, egal was auf dem Bildschirm auftaucht, du spielst 5 Jahre. Egal was auf dem Bildschirm auftaucht, diese Bilder sind vorher schon auf der DVD drin. Es kann nichts in dir auftauchen, was nicht schon vorher in dir drin ist. Die Möglichkeiten alle auch. Und was du letztendlich siehst, hängt von deinen Interessen und deiner Reaktion ab. Du kannst ins Gebirge fahren, klettern, Skifahren, jagen. Wenn dich das nicht interessiert und du gehst lieber in Nachtclubs und in Spielhallen, dann sind nur Nachtclubs und Spielhallen. Ich habe bis vor 3 Tagen, Zeitfenster, was vom Hörensong von einer E-Zigarette. Habe ich überhaupt nicht gekannt. Und dann kommt es halt, das ist doch, schauen wir mal nach, und dann holst du aus dir plötzlich, Leute, das ist ja eine Szene, schon die Kleine hier, das ist natürlich, mein Michael sagt gerade, hier, die Kerstin, sie steht ja außen, da warst du nicht mit außen. Der Michael, wir haben dann 3 Stunden nur in Videos geschaut, was da gibt, das war ein vollkommen neues Thema. Du kannst dich zum Seifenmachen interessieren, für Schmetterlinge interessieren, und umso mehr du rein bist, immer wieder mit der Comedy. Du musst wissen, wenn, das ist das, was die Diana beim Schein erkannt hat. In dem Moment, wo ich neugierig bin und mich interessiert, was wird in mir eine Energie frei, und jetzt als normaler Mensch, früher bin ich in der Bibliothek gegangen, jetzt haben wir das Internet, das ist ein Riesengeschenk, setze mich hin und durch mein Interesse hole ich jetzt was hoch oder ein Buch. Und das kommt nicht, du musst dich davon lösen, dass da außen ein zweites Gebot halten, dass da außen eine Welt ist, von der du Wissen in dich hineinschaffen kannst, da außen ist gar nichts, dich interessiert was und es taucht Wissen in dir auf, das du dann verstehen kannst. Das ist eh schon, ich kann dir nichts erklären, was du nicht schon weißt, Heiko, du bist ich. Ich meine, das kommt nicht ernst. Das sind von meinen Dingen aus, das wird dann nur. Und das ist jetzt wirklich, ich spreche immer mit einem Geist und der Geist, der mir zuhört, ist unpersönlich. Das heißt, du bist der Einzige, der ewig ist. Du bist schon jetzt zeitlich bewusst gesprochen, du warst schon da, bevor du dir das ausgedacht hast, du bist auch noch da, wenn du dir nicht mehr denkst, der Einzige, der dazu hat, der dich auftaucht, das ist der du zu sein glaubst. Aber das passiert nur, weil du noch irgendwie in deinem Unterbewusstsein meinst, du brauchst den zum Überleben. Und das würde ich aus dir noch rausbringen, das Leben. Dass du den nicht brauchst, brauchst mich.